Ja, man muss ja sagen, Kelnhusen ist wirklich sehr, sehr unbekannt unter den Windsurfern. Aber Kelnhusen hat definitiv überzeugt. Ein ganz, ganz toller Windsurfspot. Wir hatten wirklich unglaublich gute Bedingungen hier auf dem Wasser, einen wunderschönen Strand, eine ganz, ganz tolle Surfstation, eine super Infrastruktur. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir nächstes Jahr wiederkommen dürfen. Am Samstag war die Windvorhersage nicht sehr vielversprechend. Wir haben dann den ganzen Tag gewartet und konnten nachmittags sogar doch noch aufs Wasser. Leider hat der Wind nur für eine Vorrunde gereicht. Wir konnten also die Finals nicht ausfahren, weil der Wind dann doch zu früh wieder eingeschlafen ist. Am Sonntag haben wir die angefangene Elimination vom Samstag fertig fahren können, also die noch ausstehenden Finals. Danach wurde der Wind dann immer mehr. Dann sind wir 3 Course Races gefahren. Ja, hier beim Windsurf Cup haben wir den Vorteil davon, dass wir auch in der U20-Klasse im Racing mit dem ganzen Feld zusammen starten. Dadurch können wir auch viel von den quasi erfahreneren Surfern lernen. Ja, das Event war auf jeden Fall wieder der Hammer, die Location ist geil, alle Leute waren wieder dabei und es hat einfach mega Spaß gemacht. Ja, bei wunderbarem Wetter können wir hier jetzt einpacken. Wir werden die nächsten Wochen fleißig trainieren und uns dann auf Borkum wieder treffen, um dort den letzten Tourstopp des Multivan Windsurf Cup 2021 zu absolvieren.